Alles Lob gebührt Allah. Heil und Friede sei mit unserem Propheten Mohammed alayhi salatu wassalam. Ich möchte die Khutba kurz auf Deutsch wiedergeben. Und zwar geht es darum, unter anderem, was wir vom Opferfest lernen. Schon Ibrahim alayhi salatu wassalam war bereit für Allah zu opfern. Er ist für uns ein Vorbild. Und dies ist eine Charaktereigenschaft, die wir auch verinnerlichen müssen, dass wir alleine für Allah opfern und ihm gehorsam sind, ihm gehorsam leisten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Tauba, Vers 111 sinngemäß, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Dies ist für ihn ein bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung außer Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt. Denn das ist der großartige Erfolg. So müssen wir uns, liebe Geschwister im Islam, viel anstrengen, uns abmühen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mit unserem Körper und unserem Besitz. Das heißt, dass wir auch unter anderem Dauer machen zum Tauhid, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, mit Hikma. Ihr werdet nicht eher die Güte erreichen, bis ihr von dem ausgebt, was euch lieb ist, was ihr liebt. Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Des Weiteren möchte ich euch, liebe Geschwister, eine Sunna weitergeben. Und zwar vor dem Eid al-Fitr soll man eine ungerade Anzahl von Datteln essen. Und bei Eid al-Adha soll man erst nach dem Gebet Fleisch von dem Opfertier essen. Falls das nicht möglich ist, kann man auch etwas anderes essen natürlich. Aber wie gesagt, erst nach dem Gebet. Sehr wichtig ist es, dass sowohl unsere jungen Geschwister als auch unsere älteren Geschwister an dem Fest teilnehmen, an dem Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Sunnah ist es auch, dass man einen anderen Weg zurücknimmt, als wie den Weg, den man zur Moschee genommen hat. Danke. Okay.